Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Skyrim, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, mit ein paar Mods, die Special Edition natürlich, ein paar Mods und allen Add-ons. Wir spielen im Roleplay, das heißt also, dass wir, okay, da kann ich jetzt gar nicht rein, dass wir sozusagen einen Charakter spielen. Also ich rede als Charakter. Ihr dürft mich zwar, es wäre auch toll, dass ihr für den Charakter so eine Geschichte ausdenkt, was uns geschieht oder was wir gerade machen können und so weiter. Einfach, dass ich da ein bisschen geleitet werde. Aber ich werde nicht unbedingt über andere Sachen reden oder so. Ich werde nur als Charakter reden. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn ihr eben ein paar Kritik habt oder Vorschläge oder Verbesserungen, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben und jederzeit eben dürft ihr wünschen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Dann legen wir los. Wir haben einfach optische Mods und ein paar Bugfix-Mods und ja, ein Haus. So ein Haus in einem Wald südlich von Dawnstar, also Dämmerstein, glaube ich, auf Deutsch. Dämmerstern, glaube ich, auf Deutsch, genau. Und was haben wir noch für Mods? Einfach so AI-Mods, also wo die künstliche Intelligenz ein bisschen verbessert. Ja. Also, dann starten wir mal. Ah ja, Wetter. Anderes Wetter. Also viel nebeliger, manchmal regnerischer und so weiter. Nicht immer Sonnenschein. Okay, dann legen wir mal los. Die Liste findet ihr unten auch, was ihr so machen könnt, also in der Videobeschreibung. Und ihr dürft gerne Sachen wünschen. Also dann legen wir los. Ich habe mir schon ausgedacht, was ich nehme und was ich spiele. Mal schauen, weiß. Einfach für mich am besten ist der Stil. Bis dann. Elder Scrolls 5. Hä? Wo bin ich denn hier? Wurde ich gefangen genommen? Oh. Ist nicht gerade ein schönes Wetter. Das dachte ich, wir in der Schweiz hätten schönes Wetter. Oh. Ich steife ab. Das ist gar nicht die Schweiz. Wo bin ich denn hier gelandet? Hallo, Roloff. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Sein. Ich mache ein bisschen lauter die Stimmen. Audio. Ja, geht gar nicht so viel. Ich hoffe, ihr hört es trotzdem. Die anderen Effekte, ja. Machen wir mal die Musik ein bisschen leiser und Effekte ein bisschen leiser. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt so hoch. So, dann geht's. Genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie. Das andere natürlich auch noch hoch. Aber das sind so Sachen, die ich einfach jetzt nicht so einstellen konnte, weil es natürlich schon schwer ist, das Sound richtig anzupassen. Der Dieb da drüben. So, jetzt. Verdammt, sollt ihr Sturmmäntel sein! Ja, Fritzen zu laut. Ach Mist. Audio ist immer das Schwierigste einzustellen. Da. So jetzt. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Ich mag's nicht, wenn man so penetrant hören muss. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Hört auf zu meckern. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten!
Na, du die Fresse. Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großen. Was, ein König? Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr oh je. Seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ja, ich weiß in den nicht, Tod. Wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, so, er redet mal ein bisschen weniger hier. Das kann einfach nicht wahr sein. Wow. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General okay. Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Ich mag keine Elfen. Bin ich so gerne bei den Elfen. Ihr Göttlichen. Bitte, sind das alle Götter, die ihr anbetet? Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei. Wow, schöner Berg. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbärenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Ich fühle mich jetzt nicht gerade so bequem. Warum? Alle schauen. Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Oh je. Okay, Game Over. Wir müssen leider das Spiel abbrechen. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Okay. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit. Jetzt werden wir gefoltert. Ihr müsst es direkt ihnen sagen, getötet. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt. Ich hab keinen Bock, ich habe Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Oh je. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Nee, mach nicht Blödes. Bleib hier. Will oh. sonst noch jemand fliehen? Aua. Wartet, ihr da, tretet vor. Okay. Wer seid ihr? Ja. Wer bin ich? Ich bin ein Kaschid. Miau. Ich bin doch ein Argonier. Ich bin doch ein Dunkelelf. Bemerkenswerte Schleich und große magische Kräfte. Ich würde ja gerne. Eigentlich kaiserlich, naja. Also die Sache ist so, ich möchte nicht rechtsextrem sein. Ich werde wahrscheinlich nicht Sturmmantel helfen. Also den Sturmmänteln helfen. Das sind entweder Rotbartone oder kaiserlicher. Ich finde, Rotbartone haben halt einfach zu viele Vorteile. Durch die. Ja, ich will eigentlich keine Schwerter tragen. Ich glaube, sie haben Bonis auf Schwerter oder auf allgemein Einhandwaffen. Also Widerstand gegen Gifte ist schon cool. Ich würde gerne mal einen schwarzen Helden nehmen. Also Rotwardone und Vorgabe möchte ich das schon. Ich will ein bisschen cool aussehen. So zum Beispiel Haarfarbe. Hautfarbe. Deshalb dachte ich schon. Ich habe ja gar keine, ganz ziemlich wenig Haare. Ich
mache mich extra ein bisschen, ja, mager. So, ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte. Kopf, Gesichtsfarbe, mache ich am liebsten einfach dunkel bei dem. Also zum Beispiel so. Und der Schmutz ein bisschen mehr. Ungefähr so. Schmutzfarbe mache ich dunkel. Narben könnte ich auch ein bisschen machen. Aber ja, sie sind nicht so gut zu erkennen. Ja, genau, ich wurde von einem Drachen gekratzt. Genau. Kriegsbemalung. Möchte ich auch gerne irgendwas machen, aber... Ja, genau. So eine Klatsche auf den Mund. Kriegsbemalung. Ich möchte gerne dieses eine haben, dieses. Und ich mache so Schatten. Das ist eigentlich ziemlich schön, aber ich möchte gerne weiß haben. Ja. Ich nehme diese Farbe. Die passt eigentlich echt gut zum Gesicht. Und hier fände ich nichts. Ich will normal aussehen. Aber was ich noch will, ist der Mund. Die Mundfarbe ändern. Ein bisschen heller machen. Augenfarbe. Hier war Augenfarbe. Wo war das jetzt wieder? Augenfarbe. Blind. Weil wir ein blinder. Blau. Also ich persönlich nehme natürlich braune Augen oder rote Augen oder so. Ich sollte ja mehr auf mich sprechen, weil ich eigentlich alleine das Abenteuer erlebe. Ich mache gelbe Augen. Ihr wisst wahrscheinlich, wieso ich gelbe Augen nehme. Das kennen die Sky im Spiel natürlich. Auch die Star Wars Filme haben das immer. Und ja, die Franchise Lippenfarbe. Gelb bedeutet Gefahr. Ich mache, glaube ich, helle Lippen. Ja, nicht. Das sieht so aus, als würde man irgendwie Lippenstift haben. Es gibt leider keine Lippen, die mir gefallen. Deshalb nehme ich die hellen. Haare. Ich möchte gerne cool aussehen. Deshalb. Der erinnert mich irgendwie an einen Schauspieler, aber also die Haare. Ich nehme, glaube ich, die. Oh ja, der hat richtig geilen Zopf. Bart. Kann das sein, dass ich Lando Calrissian gebaut habe aus Star Wars? Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Was hatte der? Der hatte eigentlich einen Schnauz gehabt. Ich bin Lando Calrissian. Calrissian oder wie man ihn nennt. Ich will nur einen Schnauz. Nein, das ist sehr dunkel auf der linken Seite. Ich muss mal kurz hier. Ich denke schon, der Bart hier. Ja, er gefällt mir sehr gut so. Und die Haarfarbe könnte ich mir noch ein bisschen heller machen. Ne, ich lasse schwarze. Okay, Herr, fertig. Ja. Ich heiße Lando Calrissian. Oder wie man das nennt? Lando. Ich heiße Landi. Das ist ein Schweizer Bauern, also Werkzeugladen.
Ich benenne mich in Let's Play. Roleplay. Nein, ich nenne mich Black Ninja. Black Ninja. Shadow. Shadow Blade. Shadow Knife. Shadow Dagger. Nein, Shadow. Ich benenne mich in Sir Drago Basler. Ich habe keine Idee, aber ich nenne mich Drago Basler, weil ich ja natürlich der Drago Basler bin und nicht jemand anders. Auch wenn ich schwarz bin und ja, ganz anders aussehe, ich bin der Drago Basler. Das ist was das Beste macht ihr für mich. Hier, Rotwardone? Seid ihr ein Söldner? Ein Seemann von Strauss Makai? Ich bin ein Seemann. Nein, hier stimmt etwas nicht. Was? Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Wieso? Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Was, ein Block? Ihr befehlt, Hauptmann. Es oh Gott, ein Henker. Wir sorgen, dass eure Überreste nach Hammerfell zurückgebracht werden. Niemals. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Meine Überreste bleiben auch näher. Es wird nichts abgeschnitten. Definitiv nein. Was sind das für ein Römer? Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ich könnte fliehen. Ich könnte noch fliehen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Oh Gott. Es ist nichts. Irgendwie noch. Weitermachen. Ja, genau. Irgendwie noch einem dieser Dinosaurier. Gebt oder einen Drache. Der könnte mich retten. Ich hoffe, der ist gut gesinnt. Oh Scheiße. Hier ist ein Drachenwappen. Ich glaube, wir sind irgendwo gelandet. So in diesem Himmelrand. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Gibt's anscheinend Drachen. Der Berg sieht aus wie ein Tuf, also ein meine Ahnung, Nagel. Auf mich herab, kaiserliche. Eine Kralle. Das auch sagen? Oh je. Und jetzt der Drache kommt zu uns. Das habt ihr nicht gesehen, okay? Liebe Mitspieler. Hallo. Gerechtigkeit! Tod den Sturmwindeln! Okay, die sind sehr böse. Rotwardone, ihr seid dran. Okay, Drache, komm bitte. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum ich weiß, der Gefangener, schön weitergehen. Ja gut, dann sterbe ich halt. Also dann ist leider meine Geschichte wieder vorbei. Ich gehe schlafen. Gute Nacht. Nein, ja, ich schlafe jetzt kurz auf dem Block. So. Und, oh. Jetzt wollte ich doch Nasen bohren. Es kommt. Der ist böse. Er sieht. Oh. Er sieht mir mega böse aus. Oh Gott. Er wird uns erledigen. Ah. Oh, shit. Das war eine zu hohe, starke Druckwelle. Nein. Oh. Ich brenne. Was ist los? Ich möchte nicht. Ja. Ich kann nicht. Ich schleiche einfach. Drache. Drache. Hallo. Guten Tag. Boah, ich gehe hier hin. Wohin muss ich? Hallo? Ist hier jemand? Oh, da. Nein. Ich habe Schaden bekommen. Oh, geht's Ihnen gut? Sie sehen nicht so toll aus. Kann ich sie reparieren? Hallo, schlafen Sie? Ja, ich komme. Ich habe ein bisschen zu viel Angst, ich kann gar nicht vorwärts machen. Und Ihnen? Oh ja. Sieht nicht gut aus, Sie haben einen Pfeil ins Knie bekommen. Komm.
Komm mit, mit mir. Ja, dann gehen wir nach oben, okay? Ja, das habe ich schon gewusst. Ich bin Hellseher. Ja. Oh Gott. Oh. Und dieser Mundgeruch. Oh. Hallo? Leben Sie noch? Das Gasthaus auf der anderen Seite? Bitte nicht. Und lauft immer weiter. Ich bin kein Held. Los. Wir folgen euch, sobald wir können. Wenn ich das könnte. Boah. Aua, das hat wehgetan. Mein Pfeil im Knie hat gezwickt. So. Boah, lieber ein bisschen verstecken. Oh Gott. Rette den Jungen. Ja, und der bleibt einfach stehen. Aber hier ist der Junge. Oh, zum Glück. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Atwa. Okay, ich folge dem mal. Sieht nicht so gut aus. Der Drache hat sicher gute Augen. Also. Nein! Wehe! Oh Mann, dieser Mundgeruch. Ich kann einfach nicht mehr das riechen. Ah. Hilfe! Mein Riechorgan ist verkrüppelt. Wie machen wir dann schon wieder Ego-Modus? Ey. Ich will doch auch ein bisschen mich angucken. Also Third Perspektive. F. Das geht leider nicht momentan. Geht's Ihnen gut? Muss ich Sie reparieren? Hallo Lady, bitte halten Sie durch. Ich komme mit Arzt. Nein. Oh. Oh Gott. Stinkt. Aus dem Weg! Wir fliehen, Hartmann. Diesmal halten wir uns nicht auf. Schön. Ich hoffe, der Lärm bringt euch alle nach Sofengarde. Also, ich habe eine Entscheidung zwischen ich folge ihm und werde rechtsradikal oder ich folge ihm und werde ein Arschloch. Ja, ich muss ein Arschloch werden. Also ich werde eventuell nicht gerade so einen netten Charakter erstellen, also doch schon nett, aber kein Held. Also ich will nicht unbedingt, ich will eher ein Anti-Held sein. Seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Nein, es war ein Pinguin. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Geschichte nicht lösen kann. Auch dafür müssen Sie sich bücken. Kommt schon, ihr müsst eure Hände frei haben. Ja, komm, Hadwa. Na bitte. Waschendiebstahl. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verteidigung finde. Also gut. Da unten ist ein Buch, das man nicht herholen kann. Ich möchte gerne das Buch mal lesen. Kann jemand mal kurz nachforschen, was das Buch beinhaltet? Sollte eigentlich lesbar sein. Dankeschön. Mischtaktiken. Gemischte Einheitstaktiken, die niemand lesen will. Okay. Dann wieder hinlegen. So. Ah, jetzt kann ich endlich mal... Okay. Ja, die Steuerung ist so ziemlich gut im Standard. Also es gibt schon Verbesserungsdinge. Also ihr könnt gerne mir ein bisschen helfen, wie ich die Steuerung anpassen soll. Ich sollte natürlich relativ gute Bedienung sein. Ihr legt besser diese Rüstung an und schwingt das Schwert ein wenig. Okay. Direkt mal nicht hinlegen, sondern was ist der Knopf für Favoriten? Ich möchte einen Stern. Ich möchte einen Stern haben. Q C W Y V G F Q. Also ich habe jetzt favorisiert. Nee.
Favorit hinzufügen. Okay. Bekleidung. Schlüssel. Fußlappen. Und noch da draußen. Ja, passt. Er schaut ein bisschen grimmig. Aber das kann ich verstehen. Er ist jetzt momentan noch ein Noob. Aber er wird zum Pro. Er wird alle ermorden. Auch die Netten. Nein. Er hockt in der Ecke und wartet, bis dieser blöde Typ kommt. Wir müssen los. Der Drache zerstört die gesamte Festung. Oh Gott. Die habe ich ja völlig übersehen. Da ist jemand noch. Okay, was machen wir? Habt ihr das gehört? Attacke! Sturmangriff! Nein, zwei Handwaffen sind nicht so gut. Die machen ein bisschen mehr Aua. Lass mich mal sehen, ob ich diese Tür aufbekomme. Mach die noch nicht auf. Ja, das ist vom gegnerischen Team, das will ich natürlich nicht. Okay. Da habe ich noch eine Axt. Ich glaube, Axt ist weniger stark. Okay. Eine Laterne wäre nicht schlecht. Und ein Besen. Wir kehren jetzt diese Katakomben. Ja, da gehen sie weiter. Wie geht? Okay, ich nehme mit. Ich habe Hunger, deshalb machen wir uns kurz ein bisschen Pasta. Mit guter Tomatensoße. Also ich gerne noch wissen, wie man das trägt. Okay. Schlag ihnen das in die Fresse, wenn sie nicht weitergehen. Wieso sieht sich jetzt schon hin? Ich will gerade schauen, wie man den aufhebt. Steuerung? Ja, nicht speichern. Steuerung habe ich doch gesagt. Schnelles Speichern F5, okay. Warten ist T. Schnelle Magie, schnelle Statistik. Aber wie tut man jetzt hier das aufnehmen? Also blocken möchte ich nicht. Automatisch laufen möchte ich auch nicht. Ich möchte gerne kurz. Au. Nein, nicht nehmen. Ist ein Müll. An die Steuerung muss ich mich noch gewöhnen. Ich hätte gern jetzt diesen Topf aufgenommen. Wieso geht denn das nicht? Was muss man drücken? Ich glaube, das Spiel will nicht, dass ich hier das mache. Wie viel Schaden ich bekomme. Ich habe keine Auswahl. Also, ich habe jede Taste schon gedrückt. Okay, Quests brauche ich auch nicht. Magie ist P, okay. Und das ist Favoriten-I. Verstanden. Ja, die Wegkarte brauche ich auch nicht. Es gibt keine Taste zum Aufnehmen. Die gab es doch immer. Ich habe halt schon längere Zeit nicht mehr gespielt, also 1,5 Jahre ungefähr. Was ist jetzt der Topf? Heute, wie spielt man das Spiel so schlecht wie möglich? Laut Drago, indem man einfach scheiße baut. Indem man stirbt, weil ein Kessel in einem reinglitscht. Ich kann ihn nur aufheben. Das wollte ich eigentlich nicht.
Also wer das weiß, wie man das macht, ich werde ein bisschen etwas Lustiges machen, die, dass es zwar jeder ein bisschen kennt, aber es einfach witzig ist, das immer zu wiederholen. Also, wir machen weiter. Es hatte schon wieder Mundgeruch ausgeströmt. Verdammt, dieser Drach ist aber hartnäckig. Heute stinkt es ein bisschen. Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helgen, sofort! Diese kaiserlichen lagern hier Tränke. Die werden wir brauchen. Sturmangriff! So schleicht man übrigens. Auf volles Faul. Volles Pfund aufs Maul, würde ich sagen. So, nein, ich will nicht einen schweren Hammer aufsammeln. Das ist nicht so mein. Also auch wieder rauswerfen. So, wir sind immer noch mit zwei Waffen unterwegs und nicht mit drei. Das ist nicht so gut für den Rücken. Da kann man sich verletzen. Ja, wir benutzen Papierrollen zum etwas Männliches tun. So. Ja, noch ein Kaninchen mitnehmen. Immer gut. Und ich weiß immer noch nicht, wie man Sachen auf an Wein. Komm, Wein, wir werden Wein trinken. Wir trinken ständig immer wieder Wein und Bier. Und so Sachen. Wodka. Zum Beispiel Wodka, ja. Ah ja. Lecker. Salz. Guten Tag. Und fertig, hier entlang. Hab ich schon mal irgendwo gesehen. Sie nerven ein bisschen. Du. Hallo. Hallo. Die Folterkammer. Ihr Götter, ich wünschte, die würden wir nicht brauchen. Hört ihr das? Kommt schon! Du musst jetzt nicht schießen. Ich möchte schießen. Ah, das ist ein Bein von uns. Okay. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht über ja. Art und Weise zu sein. Ich möchte gerne einen Fußlappen mitnehmen, das ist unser wertvollstes Ding. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift Helden an. Ein Drache? Bitte, kommt nicht mit solch einem Unsinn. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, hab und dort drüben seltsame Geräusche gehört. Nein, weiß, es ist hier noch etwas runtergestürzt und das hast du nicht gehört. Ihr habt mir nichts zu sagen, Birschchen. Habt ihr mich nicht gehört? Ich sagte, die Festung wird angegriffen. Vergesst den alten Mann. Ich begleite euch. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Moment kurz, ich muss was erledigen. Keine Mühe. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Der arme Kerl schrie Wochen lang. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Gern. Nehmt all meine Sachen, bitte. Okay, ich nehme es. Ach, dein Leben. Was? Ich habe nichts gemacht. Sorry, ich bin hier. Genau hier. Gut. Ist ja gut. Der hat nicht mal etwas. Oh Gott. Wie geht es schon wieder? Okay, ich weiß, wie es geht. Ha, beim zweiten Mal. Ich bin einfach der Pro. Ich kann das überhaupt nicht, aber... ja. Ihr wisst es. Beim ersten Mal. Ich bin der Pro. Die Tür. Ich kann das überhaupt nicht. Ich will immer C drücken. A-Stück. Und V. V! Jetzt. Oh, Funken. Wir funkeln ein bisschen. Funken. Wir funkeln über Funken.
Magie könnten wir verkaufen, solche Sachen. Magie ist für die Intelligenten. Ich möchte eher nicht so Intelligenz tun, weil ich ja eben ein Anti-Held bin. Der muss ja nicht intelligent sein. Schon wieder so ein Schmarrn, der niemand lesen will. Urgroßnichte Kythyria II. Base-Schlucht, okay, fertig. Alles gelesen. Dietrich. Ah, da oben. Ja, das ist auch nichts. Wer will schon das wissen über Kaiserliche? Ha. Ja, ein Eisenschild kannst du als Tellerwärme, also Tellerdeckel benutzen, aber... Okay. Guten Tag. Dort entlang gibt es keinen Ausgang, versteht ihr? Ich ermorde dich. Hast du gehört? Ich sage, wo es rausgeht. Ich bin der Türsteher. Ha, beim vierten Mal. Ah, guten Tag. Leben Sie noch? Ich komme zu Hilfe. Ich muss mal kurz schauen. Habe ich ein Heilspell? Ja. Was war's wieder? Cool. Was war denn wieder Favoriten? Man sieht nicht, wie man Favoriten, ob man es favorisiert hat. Also, dann habe ich da mal wieder. Soll ich jetzt eigentlich Dolche nehmen? Ich mache mal das L ein bisschen schwerer und benutze schon Dolche. Ein Ninja. Ein Ninja nimmt einen Katana. Wir müssen warten, bis wir ein ein Klingenschwert haben. Aber dann macht es weniger Schaden, das stimmt. Okay. Also wir benutzen Dolche. Wir sind der Dolch-Ninja. Ah ja, die schäbige Robe, die muss ich ja noch verschenken. Stimmt ja. Also Leute, gebt ein Like, wenn ihr die Robe haben wollt. Die ist nämlich schäbig. Die ist genauso für euch wie für mich. Nee, lieber nicht. Wieso müssen wir einen Folterknecht? Wieso muss ein Folterknecht uns begleiten? Das ist nichts. Rein gar nichts. So. Im Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Einen Moment. Kriegt ihr uns nicht? Nieder mit euch! Ja, ich tue einfach den Folterknecht. Nein! Nein! Lieber nicht. Ich spiele übrigens auf Adept und werde momentan auch auf Adept wahrscheinlich bleiben. Falls es zu leicht wird, werde ich dann natürlich schon Experte nehmen oder so, aber ich bin jetzt noch nicht so drin im Game wieder. Ich habe so einfach das Gefühl, ich werde sterben, wenn ich da noch Ding nehme. So, ich denke, das Video ist schon ein bisschen lange, deshalb mache ich dann bald Schluss. Diesen Part. Der nächste Part kommt dann morgen früh, so gegen 12 Uhr oder so. Ah, endlich mal ein Bogen, ey. Nein, nicht du. Der da. Jo. Perfekt. Ein Event. Ein Death. Wie sagt man dem? Ich habe eine Idee. Let it burn. Let it burn. Tschüss. Ha! Viel Spaß mit dem Feuer noch und bis dann. Liebe Zuschauer, danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, das Projekt kommt gut an. Wenn nicht, meckert ein bisschen in den Kommentaren. Okay? Und ja.
Ich hoffe, die Grafik stimmt. Das ENB habe ich nicht installieren können. Das ist für mich noch ein bisschen zu schwer zum Einstellen. Ach, das sieht ja mega geil aus. Also wenn das nicht schöne Grafik ist, weiß ich nicht. Dann bin ich halt einfach zu wenig verwöhnt von Grafiken. Ja. Gut. Und du wartest bitte, bis der nächste Part beginnt, gell? Halber. Tschüss. Auf Wiedersehen zusammen. Und ja. Im nächsten Part töten wir den Vollzug. Nein, nein. Also, tschüss. Wo muss man den? Ah ja, hier muss man speichern. Genau. Tschüss.